und herzlich willkommen. Du läufst mir durchs Bild zu Sims 4. Okay, jetzt laufen wir alle durchs Bild. Ja, ich wollte nur mal demonstrieren. Halloween. Und Halloween war toll. Wie immer. Ja, dann räum's auf. Sei nicht so faul, räum's einfach auf. Du gehst ja gerade nackt durch die Pfützen. Das ist ein bisschen eklig, oder? Ah, also da, das habe ich nur für Sims. So, ich wollte als erstes mal... Ich habe jetzt 6610. Wir haben bei den letzten zwei Folgen so ein bisschen gebaut. Eine kleine süße Sache. Und die wollte ich mir jetzt natürlich auch gönnen. Nur das Problem ist, wir haben ein bisschen zu wenig Geld, aber es ist wirklich nur so ein bisschen. Deswegen kann ich ja eigentlich ein paar Sachen einfach... Ja. Gut und gerne verkaufen. Warum steht hier einfach ein Glas Wasser? Ach Gott. Ist wieder unmöglich dreckig hier. Ich darf wieder alles aufräumen. So, dann will ich mal gucken. Das hier. Das hier. Das kann ruhig bleiben. Das und das. Guck mal, wir haben schon 7034, aber wir brauchen 7035. Oh, die Katze habe ich auch mal gemacht. Dann, ja, das hier kann auch weg. Spiegel kann auch weg. Das. Es könnte halt sein, dass wir bald Rechnungen bezahlen müssen, deswegen will ich schon mal so ein bisschen dezimieren. Einfach damit wir dann genug Geld haben. Aber ich glaube, so sollte es eigentlich gehen. Ja, so sollte es eigentlich gehen. Ich das jetzt noch verkaufe. Das Geländer von der Treppe braucht eh keiner. Sieht sogar besser aus. Fällt mir gerade so auf. Ich finde, da hinten in der Ecke finde ich das irgendwie doof. Wir haben auch zwei von den Dingern. Jetzt haben wir denn zwei davon. Ich hänge das mal hier über das Obst. Ist doch eigentlich ganz lustig, oder? Hier so hin. Das ist doch eigentlich ganz süß. So. Dann. Das ist mir eigentlich auch zu hell. Kann ich nicht... Genau. Oder, Moment. Meister einfach so. Moment, das hat auch eine andere Farbe, ne? Welche Farbe hat denn das? Ach, okay. Das... Ja, das ist schon okay. Gut, dann lass ich jetzt so. Ja. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Geld. Jetzt muss ich nur, alle Lichter... Einmal bitte das und dann... Dimmer. Das ist mir ein bisschen sehr hell. Ja, so. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen nämlich jetzt mal kaufen. Ist ein bisschen sehr kalt, oder? Ich weiß nicht, wie ich das einstellen soll. So ist eigentlich schöner. Sonst ein bisschen sehr kalt, das Licht. So. Dann würde ich sagen, wir gehen nämlich jetzt mal mit Dorin zusammen. Und muss erstmal kurz was essen. Okay, das ist okay. Dann isst nochmal kurz was. Du darfst dich gerne dabei auch hinsetzen, wenn du möchtest. Genau, setz dich doch einfach dahin. Was ist mit dir? Du kannst schlafen gehen, ja.
gehst du noch mal kurz was essen und dann gehen wir auch los, ne? Gehen wir erstmal ein bisschen. Oh, du freust dich schon. Was du jetzt gleich bekommst von mir. Ich glaube, es geht ein kleiner heimlicher Wunsch für sie in Erfüllung. Draußen vor der Tür war ja auch gleich. Die Sonne geht da langsam auf. Draußen vor der Tür, vor dem Shop, war ja auch gleich eine Staffelei. Das heißt, die wir hier haben, können wir auch hier stehen lassen erstmal. Ja, Mensch. Wollen wir jetzt los? Ja? Okay. Ach nee, Reisen war ja falsch, ne? Nee, stopp. Halt! Ich muss erst mal kaufen, da kann ich reisen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, sie freut sich. Wo kommt das Gefühl nur her, dass ich da habe? Nee. Sondern... Achso, musst du eigentlich jetzt zur Arbeit? Nicht, dass wir jetzt gleich schwänzen. In 4 Stunden, dann nimm dir mal frei. Urlaubstag nehmen? Haben wir ja noch, ne? 5 Tage, ja. Locker. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... Oh, da läuft jemand auf dem Band. Dann gehen wir jetzt... Hä? Bin ich jetzt blöd? Wie ist es denn? Eisen? Hast du Rohr kaufen? Ein Einzelhandel kaufen, da ist es doch. Lauren, auf geht's! Oh, das ist ja ein kleines Kino, das hab ich gleich gesehen. Mensch. So. Dann gehen wir mal... Ja, das ist ja hier. Und zwar, hier ist es. Unser kleines Lawrence... Unsere kleine Art-Galerie. Die natürlich auch schon Lauren benannt wurde. Ja, 609 Simoleons. Müssen wir alles mal ein bisschen arbeiten. So. Ich würde sagen, möbliert natürlich. Und wir kaufen das Ganze einfach mal. Es ist auch genau in der gleichen Stadt. Es ist mitten, also es ist wie, als würde sie so ein bisschen auf dem Land leben mit ihrer WG. Und dann würde sie halt immer ja, arbeiten gehen an ihrer Arbeit und dann halt ab und zu oder eigentlich des Öfteren wahrscheinlich jetzt zu ihrem kleinen Shop gehen einfach. Nee, wir machen mal 200. Nee. 2. Na. 2. Hä, bin ich doof? Ich will eigentlich nicht... Ja. Aktuell, ja. 200 wollte ich jetzt eigentlich eingeben. Lässt es mich aber nicht. Okay, dann halt nicht. Ja gut. Ja, ich wollte sagen, dann werden wir jetzt nämlich... Oh Gott, ich kann die Rechnung gar nicht bezahlen. Dann werden wir jetzt nämlich ein bisschen, ja, hier arbeiten. Es ist auch 6 Uhr morgens, ist vielleicht ein kleines bisschen früh. Aber, ja, was soll's. So, dann würde ich sagen, wir haben ja... Oh Gott, Ladenpreise festlegen. Wir lassen es auf normal. Ladenbudget umbuchen. Kann ich das nicht? Nee, andersrum.
Und dann würde ich eigentlich gerne 200 Simoleons herbringen, aber das kann ich wohl nicht. Okay, na dann. Dann würde ich gerne kurz erstmal den Baumodus und Objekte Deko. Dann würde ich nämlich gerne ich weiß gar nicht, wie ich das da eingeben kann. Ach Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich das da eingeben kann. Ja, dann lass uns erstmal lass uns doch erstmal kurz unsere Bilder hier aufhängen einfach. Und zwar hier. So. Huch, ach, du kannst ja währenddessen eigentlich mal, hier draußen ist ja jetzt die Staffelei, ne? Gut, dann mach doch mal was. Ein surreales, großes Gemälde. Und dann gucke ich mal, wie ich die hier aufhängen möchte. Hier ist doch schön. Und das hier müsste eigentlich so. So, ja, so hier hin. Und dann mache ich das Landschaftsgemälde hier hin noch. Das hier ist echt ein schönes Bild, ne? Das müsste eigentlich so hier drüber. Kann ich leider nicht größer. Das ist schade. Aber das kann ich ja eigentlich im Baumodus frei verschieben, ne? Okay. Vielleicht geht's ja jetzt hier. Ah, es geht. Sehr schön. Dann würde ich das nämlich gerne hier über die über den Eingang hängen, weil das echt hübsch ist. Über den, ja, über den Tresen hier. Sieht nämlich echt schon hübsch aus. Das Hasenbild, das passt so gar nicht hier rein in das Ambiente, aber okay. Ich finde, das ist echt schon hübsch jetzt. Es sind jetzt halt nicht besonders viele Bilder, aber jeder fängt ja mal klein an. Dann mache ich das mal alles zum Verkauf kennzeichnen. Zum Verkauf kennzeichnen. Zum Verkauf kennzeichnen. Und zum Verkauf kennzeichnen. So, und du streitest dich gerade, oder was? Benerv. Dann würde ich aber mal sagen, wir machen den Einzelhandel. Ach so. Okay, Moment. Das kriege ich natürlich, das ist natürlich. Ja, es ist blöd, dass ich das irgendwie nicht umbuchen kann, komischerweise. Nur weil es wahrscheinlich ist der einzige Punkt, weil es halt unter 1000 sind, schätze ich mal. Na gut, dann muss ich halt irgendwie hier was von außen weg machen erstmal. Hier so ein Busch. Und die Blumen.
Ja, das würde ich halt gern so lassen. Ja, mal gucken, ob es jetzt geht. Öffnen. Sehr schön. Okay. Der Laden ist offen und Kunden sind unterwegs, um sich die Waren von Lauren anzusehen. Die Mitarbeiter treffen derzeit ein, weil sie ihnen eine Aufgabe zu... Ja, ich habe ja keine Mitarbeiter. Zum Glück muss ich sie auch noch bezahlen dann. Ich kann mir keine Mitarbeiter leisten. Mal gucken, ob irgendjemand wenigstens kommt. Und sich für meine Bilder interessiert. Es sind halt noch nicht viele, ne? Aber es sind halt schon doch ein paar. Leider habe ich hier jetzt auch noch nichts zu stehen, aber... Mal gucken. Okay, dann komm mal her. Und kümmere dich mal um deine Kunden. Ach, Dag Dag. So. Dann tritt mal deinen ersten Arbeitstag an, würde ich sagen. So. So. Yalin? Ja. Verobi, Mula? Rishi Pando. Das sind aber alles Kunden, ne? Aber die sehen auch alle irgendwie schon... Also jedenfalls die beiden jetzt hier so... Also der Indian, die sieht halt immer so aus, aber die beiden sehen auch schon wirklich so aus, als würden sie gerne malen. Irgendwie so vom Style und so her. Das ist schon ganz schön. So. Gucken, ob ich sie überreden kann, irgendwas, also irgendein Bild von mir zu kaufen. Ah, jetzt bekomme ich auch Vorteilspunkte, das ist schön. Befete Pelka. Kumiao Bu Sharp Sposham. Doba Harfit. Fragen beantworten ist vielleicht auch nicht schlecht. Yes. Und nochmal Fragen beantworten. Und Farbtheorien reden passt doch gut. Da ist jemand zur Arbeit, auch zur bald zur Arbeit. Dann arbeite mal fleißig. Merkid Tibanahu. Funiada. Müsst euch mal meine Bilder angucken. Guckt sie euch an. Sind sie nicht schön? Bakel Dafuri. Quas? Kommt doch gerne rein. Ihr braucht nicht so am Eingang stehen zu bleiben. Ihr könnt gerne reinkommen. Keiner hat was dagegen. Oh, noch ein Kunde. Kunden begrüßen. Dag. So. Hallo. Du siehst aus, als hättest du deine Jacke selber gemacht. So. Also, das sieht so aus, finde ich. Habt ihr nicht vielleicht Lust, euch meine Bilder anzugucken? Nein. Kann ich ihn nicht nehmen? Zur Runde hinzufügen und dann mit ihm zum Beispiel jetzt hier hingehen. Sehr schön. Dann kann ich ja mal mit ihm über das Bild hier reden. So, also er sagt, das Bild ist zum Verkauf. Ja, und ich habe das gemalt zu Hause und ich hatte halt vor mir die Wildnis, weil ich halt mehr außerhalb wohne und nicht so in der Stadt. Und ja, also ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist, hat schon Stil. Ich finde, ja, da ist so eine kleine Bucht in der Mitte da hinten und die Bäume sind alle gut gemalt und erkennbar. Und das daneben ist auch schön. Du kannst wirklich, oder sie können gut wirklich gut malen. Und ja, ich denke mal, bei ihnen zerbricht kein einziger Stift.
Nein, mir ist noch keiner zerbrochen. Ich finde, sie könnte voll so reden. Es wäre so voll. So, dann nehmen wir dich auch nochmal. Damit ihr euch nicht. Damit ihr euch nicht ausgeschlossen fühlt, werde ich dich mal. Aus der Runde entfernen und jetzt mit dir zusammen vielleicht hier zu dem Hasen hier gehen. Komm mal mit zu dem Hasen. Komm mal her. Ich will dir mal den Hasen zeigen. Nein, du sollst hier hinkommen. Zusammen hier hingehen. Komm her. Okay, willst du was mit dem Hasen? Okay. Komm her, genau. Sehr schön. So, dann frage ich dich mal nach dem Tag, auch mal nach Produkten, Wollt ihr nicht euch das mal angucken? Das ist echt schön. Meine Bilder sind individuell oder so. Also zum Beispiel dieser Hase da, das ist mehr so fast mein erstes Bild gewesen. Ich finde das eigentlich ein bisschen zu gruselig. Nee. Oh Gottchen, jetzt erst gecheckt. Oh, ihr seid am Handy, okay. Dann komm doch mal mit nach hier. Dann gucken wir uns das Bild mal hier an. Guck dir das Bild hier an. Guck es dir an. Nein, geh doch nicht immer weg. Guckt euch meine Bilder an. Wieso will denn keiner sich die Bilder angucken? Oh, Manu. Was ist denn mit dem? Den Traum, sich zu erfüllen von einer eigenen Akademie, ist wohl eher schwerer. Für Lauren, als gedacht. Geschäft abschließen? Was heißt das? Was macht sie dann? Oh nein. Anscheinend doch nicht. Okay. Na gut. Pluffy Garang. Kitsune. Rissalek Kumbar. Oh, er geht. Ist halt echt schade, weil sie gucken sich ja noch nicht mal die Bilder an. Das ist halt echt schade. Skiba, Wimpa, Wimsklebina. Ich könnte ja. Ich glaube, sie geht jetzt zu einem Bild. Ich könnte ja. Jetzt habe ich ja doch ein bisschen anscheinend. Nochmal so. Noch mal so Krimskrams hinstellen zum Kaufen. Zum Beispiel Bücher fürs Zeichnen. Ja, die sind zum Zeichnen. Und das war es auch schon, was ich kaufen konnte. Und das werde ich jetzt auch kennzeichnen. So. Vielleicht muss ich sie auch nochmal kennzeichnen. Ich weiß ja nicht. Als zu Verkauf kennzeichnen. Als unverkäuflich. Tu jetzt einfach mal so, dass das wären Malbücher. Das sind einfach mal so. Okay, du schläfst, ja. Mach das ruhig. Vielleicht entdeckt ja mal jemand irgendwas. Na, ich würde sagen, für heute hat Lauren ihr Tageswerk vollbracht.
Deswegen würde ich sagen, da meine Stimme gerade so ein bisschen. Oh! Oh, 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 oh. Stopp, 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 stopp. Hier, hier, hier los. Kunden abkassieren. Da will jemand dein Bild kaufen. Da will jemand dein Bild kaufen. Der Michael Jakob. Los. Los, 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 los. Schneller, schneller. Los, 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 rennen. Ich will nicht, dass er... Nein. Komm schon. Komm schon. Du verkaufst an deinem ersten Tag schon ein Bild von dir. Los, geh hin. Oh, geh mal aus dem Weg. So. Ja! Ja, verkauf sie ihm, los! Verkauf sie ihm, los, 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 los! Verkauf sie ihm? Ja! Ja, also sie wollen das jetzt kaufen? Ja, ich fand das irgendwie am schönsten so. Weil das ist Sonnenunter- oder Aufgang und ich finde, das passt gut in meine Wohnung. Und ich, ja, würde das gerne kaufen. Das ist okay. Dann können Sie das per EC-Karte oder per Bar bezahlen oder Überweisung. Das ist Ihnen überlassen. Okay, ich denke, ich bezahle sofort und nehme es dann mit. Okay, das ist okay. Gut, dann mache ich das noch schnell fertig und werde es Ihnen noch einpacken. Bitte schön. Bis dann. Kommen Sie mal wieder. Ja, vielleicht werde ich das. Ja, du hast was verkauft. Du hast was verkauft. Oh, wie süß. Guckt, oh, ist das süß gewesen. Ist gerade voll verlegen, so in die Kamera gucken. Okay, ich würde mal sagen, jetzt ist wirklich erstmal, ja, der erste Tag für Lauren getan, denn sie ist auch ziemlich müde. Und sie hat sogar ein Bild schon verkauft. Das ist voll toll. Ich bin voll stolz auf dich. Danke. Und ich muss jetzt mal kurz... Ich muss jetzt mal kurz am Handy und so. Und jetzt renne ich dir in die Kamera. Okay. Und bleib hier stehen. Okay. Wow. Das ist neu für mich. Ja, das habe ich noch nie so wirklich gemacht, muss ich gestehen. Also echt schön. Okay, dann würde ich sagen, jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns vielleicht doch schon in einem etwas lukrativeren Artgalerie-Verkaufstag oder so. Bis dann. Tschüss.